Nichts leitet Aluminium aus wie dieser Stoff. Ruckzuck in diesem Video zeige ich dir, was genau die Studien sagen, was hohe Konzentrationen von Aluminium im Körper machen und welcher Stoff bei Erkrankten wie auch Gesunden dazu führte, dass teilweise fast 20 Mal so viel Aluminium über den Urin plötzlich den Körper verlassen haben. Lasst doch schnell einen Daumen nach oben da für meine Mühe und schreibt mir sehr gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Ich lese übrigens jeden Kommentar und vor allen Dingen ganz wichtig, liked auch die Kommentare, die ihr meint, die sinnvoll sind als nächster Videovorschlag. Einen Gutscheincode findet ihr ebenfalls unter dem Video, aber erst am Ende des Videos und vor allen Dingen, damit ihr das Produkt, worüber ich gleich rede, zur Aluminiumausleitung auch wirklich abchecken könnt. Nun, los geht's. Aluminium, das nach Sauerstoff, den wir gerade atmen, der 21% der Luft ausmacht, und Silizium am dritthäufigsten in der Natur vorkommende Element ist es quasi, ja, das wissen viele nicht, macht fast 8% der Erdkruste aus. Obwohl Aluminium in der Umwelt häufig vorkommt, ist keine wesentliche Rolle von Aluminium in lebenden Systemen bekannt. Im Allgemeinen ist Aluminium für das Wachstum, die Fortpflanzung und die Nachhaltigkeit des Lebens von Menschen und Tieren nicht von Bedeutung. Die Aluminiumexposition des Menschen erfolgt hauptsächlich über die Umwelt, den Beruf, über die Ernährung und so weiter halt, ja. Die Aluminiumbelastung durch die Ernährung kann durch Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe, Wasser oder Verunreinigung von Aluminiumgeräten oder Utensilien erfolgen. Obwohl die Gesamtaufnahme von Aluminium je nach Land, Wohnort und Zusammensetzung der Nahrung stark variiert, werden dem menschlichen Körper täglich fast 10 Milligramm Aluminium zugeführt. Davon 9,6 Milligramm aus Lebensmitteln schon und 0,1 bis 0,4 Milligramm circa aus Küchenutensilien oder halt auch aus der Luft quasi halt, ja. Die Aluminiumabsorption ist allgemein geringer als die Aufnahme. Und etwa 95% des gesamten Aluminiums werden über die Fäzes, das heißt Stuhl und, ne, ausgeschieden. So, es wurde berichtet, dass Citrat, ganz wichtig, Citrat, das ist eine organische Verbindung, zum Beispiel Magnesiumcitrat kennen wir halt, ja, oder in Zitrusfrüchten ist es auch enthalten halt, ja, Anion der Milchsäure ist das. Die Aluminiumabsorption und Löslichkeit wird erhöht durch Citrat. Und das bei Säugetieren bis zu 97%, wenn es in ausreichender Menge im Magen-Darm-Trakt auch parallel vorhanden ist. Das heißt, wenn du deinen Fisch in Aluminium zubereitest, ja, kennt man ja schön, in Aluminiumfolie, und danach Zitrone drüber träufelst, dann wirst du sicherlich auch elektrischen Strom leiten. Oder bekommst einen Nebenjob als Stromableiter in der Nachbarschaft. Es gibt allerdings Hinweise, dass Silizium die Absorption verhindert. Und gleich kommt es noch in Studien sogar ausleitet. Ja? Und da haben wir den Stoff schon gehört. Es geht heute um die richtige Form des Siliziums. Problematisch sind hohe Mengen Aluminium ebenfalls bei einem persistierenden Eisenmangel. Denn dort wird deutlich mehr Aluminium absorbiert und durch den Körper transportiert, da Aluminium den gleichen Transporter wie Eisen benutzt bei uns im menschlichen Körper, namens Transferrin. Ein Protein ist das auch. Daher Tipp Nummer 1. Ferritinwert sollte über 70 sein. Das verdrängt das Aluminium natürlich halt. Der Kalziumstatus wirkt sich ebenfalls wie der Eisenstatus auf die Absorption und Akkumulation von Aluminium im Körper aus. In Tierversuchen hat sich gezeigt, dass ein Kalziummangel in der Ernährung die Geschwindigkeit und die Menge der Aluminiumabsorption erhöht. Daher ist ein gesunder Vitamin D3-Spiegel ebenfalls entscheidend, denn dies erhöht die Kalziumaufnahme im Darm, genau genommen dem Enterozyten. Die Gesamtbelastung des Körpers mit Aluminium beträgt etwa 30 bis 50 Milligramm. Nur 1% des gesamten Aluminiums im Körper reichert sich im Gehirn an. Obwohl das Gehirn ein wichtiges Organ ist, das Aluminium im Hinblick auf die Exposition anreichert, enthält es weniger Aluminium als andere Gewebe. Zum Thema Aluminium möchte ich jetzt hier keine Bergpredigt halten, ja, ganz, ganz wichtig.
Aber die Dosis macht immer das Gift, das heißt, wie viel man davon auch zu sich führt. Nur bei Stoffen, die ohnehin keine physiologische Bedeutung haben für unseren Körper und für deinen Körper, ist diese Grenze natürlich nicht sehr hoch, da der Körper es nicht, da der Körper es detoxifizieren muss und nicht in physiologische Prozesse einbinden kann und verstecken kann. Ja? Ich reiße das Thema nur kurz an. Es gibt Studien zum Thema Aluminium und Alzheimer, seht ihr hier. Auch Studien zum Thema Parkinson, seht ihr hier. Auch Studien zum Thema Multiple Sklerose, seht ihr hier. Und andere Nervenerkrankungen halt. Im Prinzip dreht sich immer alles zum Thema Nervenkrankheit und Gesundheit. Ich möchte hier addieren zu diesem Thema die aktuellste Meta-Analyse aus vielen Studien zum Thema Aluminium, ja, aus dem Jahre 2021, April, zitieren, welche mich bekräftigt hat, diese Kur zweimal im Jahr durchzuführen mit diesem organischen Siliziumpräparat, was circa 8 Wochen hält, je nachdem, wie viel man davon nimmt, ja. Keine Sorge, das ist auch unten verlinkt halt, ja. Zusammenfassend lässt sich sagen, das ist ein Zitat, dass die aktuelle Literatur einige Belege für die Abnormalitäten von spezifischen kognitiven Bereichen bei Personen liefert, die Aluminium ausgesetzt sind. Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen das Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeitsdefizite aufgrund chronischer Aluminium-Exposition mit hoher Gewissheit. Das sage ich nicht, das alles ist immer noch das Zitat, die Schlussfolgerung der Studie. Während es nur wenig Literatur gibt, um Schlussfolgerungen zu ziehen bezüglich spezifischer Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Aluminium-Exposition und kognitiver Verschlechterung, ja. Es wird betont, dass Aluminium ein biologisch nicht essentielles Metall ist, welches innerhalb der zulässigen Grenzwerte einen gewissen Einfluss auf einzelne kognitive Bereiche hat. Jedoch sollten die genauen sicheren Werte, die Dauer der Exposition und die langfristigen Folgen mit hochwertigen Primärstudien evaluiert werden, um ein besseres Verständnis der kognitiven Beeinträchtigung, die speziell auf die Aluminium-Exposition zurückzuführen sind, aufzudecken. Daher möchten wir uns jetzt mit etwas Positivem befassen, denn neben der Wirkung auf das Aluminium kann Silizium ebenfalls ein Segen sein für die Haare. Seht ihr zum Beispiel hier, ganz kurzer Ausschnitt nochmal aus dem Video, 30 Sekunden, los geht's. Selbst im Fokus gab es einen Artikel aus einer Hamburger Studie. Die Haardicke nahm um 13% zu bei einer Studie von 55 Frauen dank Silizium. Der Wirkungsmechanismus, hier der Wissenschaftler, sie führt dazu, also das dementsprechend Silizium, dass bestimmte Schwefelverbindungen, die für die Querverbindungen in der Hornmatrix der Haare verantwortlich sind, stärker genutzt werden. Eine Korrelation wurde hier gefunden. Daher folgt jetzt eine Studie zu den eben genannten Krankheiten. Die nächste Studie aus Part of the Lancet. Lancet gehört zu den renommiertesten Wissenschaftszeitschriften der Welt. Ich zitiere aus der Studie, worum es dort geht. Progressive Multiple Sklerose ist eine chronische Autoimmunkrankheit mit unbekannter Äthiologie und wenig therapeutischen Möglichkeiten. Die Exposition des Menschen gegenüber Aluminium wurde mit Multipler Sklerose in Verbindung gebracht heute. Und es ist bekannt, dass die betroffenen Personen ungewöhnlich hohe Mengen Aluminium im Urin ausscheiden. Siliziumreiches Mineralwasser erleichtert die Ausscheidung von Aluminium aus dem Körper im Urin, beziehungsweise durch den Urin. Und wir haben ihre Wirksamkeit bei der Beeinflussung der Aluminiumausscheidung im Urin bei Personen mit diagnostizierter Multiple Sklerose getestet. So, darum geht es und das schauen wir uns jetzt genau an. Diese Probanden bekamen dann täglich 1,5 Liter siliziumreiches Mineralwasser am Tag zu trinken. Über 12 Wochen wurde das Ganze dementsprechend dann durchgeführt. Daraufhin wurde dann dementsprechend der Urin untersucht. Wir sehen hier eindrücklich von der ersten bis zur 12. Woche die Ausscheidungsmenge
und dann in grün von der 13. bis zur 24. Woche über die Ausscheidungsmenge an Aluminium im Urin bei gleichzeitiger Einnahme von siliziumreichem Mineralwasser. Als Beispiel sieht man bei der ersten Person hier mit ca. 120,9 Nanomol Aluminiumausscheidung und im Hoch, was er ausgeschieden hat, ja, im höchsten Punkt, von 2270 Nanomol Aluminiumausscheidung, also eine knappe Verzwanzigfachung der Menge von Aluminium, ja. Äquivalent ist natürlich auch die Siliziummenge im Urin abundant gestiegen, ja. Um dies in Korrelation zu bringen, nochmal ganz, ganz wichtig, ja. Auch die Aluminiummenge ist natürlich auch mehr geworden, die man ausscheidet, weil er es zugeführt hat. Diese quantitativen Ergebnisse können in einem Korrelationsbild visualisiert werden, und zwar logarithmisch. Ja, je mehr Silizium ausgeschieden wird, desto mehr wird auch das Aluminium ausgeschieden. Das Ganze ist auch geschlechtsübergreifend zu verzeichnen. Auch wenn man sehen kann, dass Frauen in der Regel im Schnitt mehr Aluminium ausscheiden und damit möglicherweise auch aggregieren im Laufe des Lebens. Zum Schluss nochmals visuell dargestellt, ja, die dunkelgrauen Balken stellen nach der Behandlung mit Silizium den Wert dar und visualisieren damit den Anstieg zum weißen Balken, der den Ausgangswert an Aluminium im Urin darstellt. Hier von der ersten bis zur 12. Woche. Und dann nochmal bis zur 24. Woche sehen wir hier. Sehr anschaulich, was für ein riesen einheitlicher, kumulativer Unterschied doch zu verzeichnen war in der Studie. Die Schlussfolgerung lautet wie folgt, Zitat. Wir können schlussfolgern, dass Personen mit MS eine ungewöhnlich hohe Menge an Aluminium in ihrem Urin ausscheiden. Und dies bestätigt das Ergebnis einer früheren, viel kleineren Studie. Der regelmäßige Konsum eines siliziumreichen Mineralwassers erhöhte die Aluminiumausscheidung im Urin, was darauf schließen lässt, dass Personen mit Multiple Sklerose eine hohe Aluminiumbelastung im Körper haben. Die Einnahme eines siliziumreichen Mineralwassers über 12 aufeinanderfolgende Wochen lieferte begrenzte Hinweise darauf, dass dies den Betroffenen helfen könnte, ihre Aluminiumbelastung im Körper zu verringern. Wenn dies über Monate und Jahre quasi hinweg fortgesetzt wird, ja? Die Quelle blende ich hier auch nochmal kurz ein. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wie sieht das Ganze mit Gesunden aus? Dann gab es noch eine Studie mit Alzheimer-Erkrankten und gesunden Menschen, die ebenfalls wieder Siliziumwasser bekamen, und zwar für 12 Wochen und 1 Liter am Tag davon konsumiert haben. Vorher war es 1,5 Liter, spielt keine Rolle, je nachdem wie hoch die Konzentration gelöst war in dem Wasser halt, ja. Aber der Urin und die Aluminiumkonzentration wurden dann nach Woche 0, Woche 1 und Woche 12 gemessen. Also, erstens muss man sagen, dass es keine klaren, signifikanten Unterschiede gibt in den Menschen, die Alzheimer haben und die Menschen, die kein Alzheimer haben, bezogen auf die Aluminiumkonzentration halt, ja? So. Aber es gibt doch schon so ein paar Feinheiten halt hier, ja? Interessant zu beobachten war, dass Nicht-Alzheimer-Frauen signifikant mehr Aluminium ausschieden als Alzheimer-erkrankte Frauen. Und bei Männern war es genau andersherum, ja, also dass die Männer, ja, die Alzheimer hatten quasi, mehr Aluminium ausgeschieden haben als die Männer, die kein Aluminium hatten halt, ja. Allgemein konnte man aber sagen, dass Frauen mehr Aluminium ausgeschieden haben als Männer und Frauen auch öfter an Alzheimer erkranken. Das kann aber auch daran liegen, wenn man das mal statistisch erfasst, dass Frauen auch älter werden. Das Entscheidende war aber, dass in beiden Gruppen Aluminium über siliziumreiches Wasser entfernt wurde. Und das, ganz wichtig, ohne wichtiges Eisen oder Kupfer aus dem Körper zu entfernen. Das heißt, hier ist die Affinität gezielt von Silizium nur auf Aluminium gerichtet. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das zeige ich euch mal genauer anhand von Zahlen,
bei Nicht-Alzheimer-Frauen, also wichtig, dieser Effekt wird nicht nur bei Erkrankten beobachtet, dass vermehrt Aluminium ausgeschieden wird durch die Gabe von Silizium, sondern auch bei Gesunden. Ja? Ich habe euch das mal hier bei Nicht-Alzheimer-erkrankten Frauen markiert. Rot war die Aluminiumausscheidung in der Woche 0, 0. Der Aluminiumwert hat sich circa nach einer Woche Silizium-Einnahme im Urin knapp bei jeder Probandin verdoppelt, hier in grün markiert. Das Interessante ist, in der 12. Woche so gut wie alle Werte beim Aluminium wieder gesunken sind. Also lässt es darauf schließen, meine Schlussfolgerung, dass es den Körper immer weiter verlässt, das Aluminium, und die Werte sich wieder normalisieren. Da von Woche 0 war es viel, ja, und dann war bei Woche 1 war es sehr, sehr viel, fast verdoppelt, und dann ist es wieder runtergegangen, ja. Und das finde ich einfach absolut fabelhaft, ja. Hier seht ihr mal einen Link der Studie vor allen Dingen auch. Das war's mit dem Video. Wer sich präventiv ebenfalls von dem organisch laborgeprüften Bio-Silizium bestellen möchte, der kann das sehr gerne tun über den Code, den ihr auch in der Videobeschreibung findet. Verlinke ich euch natürlich auch. Und vor allen Dingen ganz wichtig, findet ihr auch auf der Seite, findet ihr auch Vitamin D, ja, liposomales Vitamin D, ja, auch laborgeprüft alles, ja, EPA, DHA, Algenöl mit extrem tiefen Todox-Werten. Schaut auf jeden Fall mal auf purazell.de vorbei, da findet ihr auf jeden Fall reichlich laborgeprüfte, wissenschaftlich konzipierte Produkte, kann ich euch sehr empfehlen. Bis gleich auf purazell.de und bis zum nächsten Video, ich sag ciao.